Die kalte Jahreszeit hat schon längst wieder begonnen und die Sonne ist nicht mehr so wirklich oft da hier in Deutschland. Und deswegen kommt natürlich das Thema Vitamin D wieder auf. Und heute erfährst du alles, was du wissen musst zum Thema Vitamin D. Also muss ich das Ganze supplementieren? Sollte ich meinen Kunden empfehlen, Vitamin D3 zu supplementieren? Ja? Reicht es aus, wenn ich trotzdem ab und zu mal in der Sonne bin im Winter? Wie viel reicht es denn aus? Wie viel muss ich dann Vitamin D nehmen? Und so weiter und so fort. Und wir schauen uns natürlich auch an, was sind denn die Mangelerscheinungen? Also was passiert denn, wenn man kein Vitamin 3 supplementiert? Das schauen wir uns alles ganz genau heute an, damit du alles darüber weißt und damit du dir selbst Empfehlungen geben kannst zum Thema Vitamin D, aber eben auch deinen Kunden. Und wir fangen jetzt erstmal an, okay, was sind denn überhaupt Vitamine oder wo ordnet sich da das Vitamin D ein? Vitamine, ja, die können eben nicht selbstständig vom Körper hergestellt werden. Das heißt, sie müssen mit der Nahrung oder auch zum Beispiel über andere Wege aufgenommen werden. Und es gibt zum Beispiel verschiedene Vitamine. Ne? Es gibt fettlösliche Vitamine, es gibt wasserlösliche Vitamine. Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin und der Unterschied von diesen beiden ist zum Beispiel, dass wasserlösliche Vitamine einfach ausgeschieden werden und fettlösliche Vitamine können vom Körper gespeichert werden. Ja? Und diese können auch nur zusammen mit Fetten absorbiert werden, ja? Und so die Dünndarmsteinhaut passieren. So, und das ist auch schon mal hier interessant später für die Supplementierung, wenn wir zu viel Vitamin D haben oder zu viel von diesen fettlöslichen Vitaminen, dann kann es eben giftig wirken, das Vitamin. Das heißt, wir müssen eben bei Supplementierung auch vielleicht ein bisschen aufpassen, wie sehr wir aufpassen müssen, werden wir noch herausfinden. Aber wie gesagt, fettlösliches Vitamin kann man im Körper speichern und zu viel davon im Körper ist eben auch nicht so top. Ja, das erstmal zum Thema Vitamine. Und was ist generell Vitamin D? Vitamin D beschreibt einfach eine Reihe von Verbindungen. Es gibt zum Beispiel das pflanzliche Vitamin D2 oder es gibt auch tierisches oder pflanzliches Vitamin D3, was eher bekannter ist, weil wir supplementieren eher Vitamin D3, weil dadurch der Spiegel besser angehoben werden kann bei einer Supplementierung. Also wenn man vergleicht D2 und D3, wird der Spiegel besser angehoben im Körper, im Blut durch Vitamin D3. Und deswegen nimmt man eher das D3. Ja? Und dieses Vitamin D3, das kann eben auch vom Körper in ausreichender Menge selbst hergestellt werden. Ja? Zum Beispiel, wir bräuchten eigentlich gar keine Vitamin D-Zufuhr, wenn wir genügend Sonne abbekommen würden. Und das ist natürlich im Sommer der Fall. Ja? Das kommt auch ein bisschen drauf an, je nach Hauttyp. Aber es reicht tatsächlich aus, wenn wir so 5 bis 25 Minuten in so T-Shirts zum Beispiel rumlaufen, also Arme frei und vielleicht Beine noch ein bisschen frei und das Gesicht frei, ja. Wenn man dann zum Beispiel in der Mittagszeit in der Sonne ist, ja, dann reicht das komplett zum Beispiel aus. Wenn man morgens oder abends in der Sonne ist, dann müsste man diese Zeit wieder verdoppeln, ja. Und natürlich, wenn man weniger bedeckt hat hier, ja, dann muss man natürlich auch wieder länger in der Sonne bleiben, ja. Und im Sommer ist es, wie gesagt, kein Problem, aber im Winter haben wir natürlich das Problem, dass wir nicht genug der Sonne ausgesetzt sind und dass eben nicht genug Vitamin D3 produziert werden kann. Und übrigens, ja, Vitamin D3 ist auch nicht in den Sonnenstrahlen oder sowas drin, sondern der Körper wird sozusagen durch die Sonnenstrahlung angeregt, Vitamin D3 zu produzieren. Daher kommt das Ganze dann. Ja. Und jetzt haben wir schon mal so einen groben Überblick bekommen, okay, was ist ein Vitamin, was ist Vitamin D3? Und jetzt schauen wir uns mal an, okay, was kann denn alles wirklich passieren, wenn wir einen Vitamin D3-Mangel haben oder was passiert denn genau, wenn der Spiegel da nicht ganz passt? Und dafür habe ich jetzt mal einige Dinge hier zusammengesucht. Ja. Wir können zum Beispiel Störungen der Knochenmineralisierung bekommen. Ja. Und wir können auch eine erhöhte Infektanfälligkeit bekommen oder ein schlechteres Immunsystem. Ja, also wir werden zum Beispiel öfter krank, kann zum Beispiel sein. Ja, und hier mal eine Studie, die wir rausgesucht haben dazu. Ja, da wurde eine Studie durchgeführt an 107 älteren Menschen und die haben so 400 bis 1000 internationale Einheiten pro Tag supplementiert und die hat man verglichen mit einer Gruppe, die 3000 internationale Einheiten pro Tag supplementiert hat, also bis zu das Dreifache, ja, oder Dreifache noch oder noch mehr. Was genau diese internationalen Einheiten sind und wie viel das dann auch ist, das werden wir später kennen, wenn wir noch kennenlernen. Ja. Aber hier geht es jetzt erstmal um den Vergleich, okay, 400 bis 1000 internationale Einheiten oder 3000 internationale Einheiten. Und hier ist es so, dass die Gruppe mit mehr Vitamin D weniger akute Atemwegserkrankungen bekommen hat. Ja, das ist natürlich jetzt keine Riesenstudie, aber es zeigt zum Beispiel, dass es eben einen Einfluss haben kann auf das Immunsystem. Also es hat auf jeden Fall was zu tun, das Vitamin D3, die Supplementierung mit dem Immunsystem. Ja. Dann kann zum Beispiel ein Mangel an Vitamin D3 auch zu verringerter Muskelkraft führen. Ja? Oder es kann zum Beispiel auch andere Krankheiten oder das Risiko für andere Krankheiten erhöhen. Zum Beispiel auch das Krebsrisiko kann erhöht werden. Ja? Wir haben jetzt zum Beispiel hier eine Zweierstudie zu Brustkrebsrisiko. Da waren insgesamt 1760 Leute dabei und ausreichend hohe Spiegel waren mit einer Risikosenkung von 50% verbunden.
Ja, also wenn der Spiegel hoch genug war, ja, hat es einen Zusammenhang damit gehabt, die Leute haben 50% weniger Risiko gehabt für Brustkrebs. Ja, und hier wurden eben auch 4000 internationale Einheiten aufgenommen bei diesen Probanden in der Studie. Und das finde ich halt auch ziemlich krass, ja, dass es auch auf Brustkrebs so einen hohen Einfluss haben kann oder das Risiko so stark senken kann. Ja. Dann zum Beispiel bei Diabetes, darauf hat das auch eine Auswirkung. Ja. Bei Prädiabetes oder Frühdiabetes, also entweder kurz vor Diabetes oder kurz nach Frühdiabetes einfach, ja. Da gab es zum Beispiel auch 89 Teilnehmer mit Prädiabetes, ja. Und die haben eine Supplementierung von 4000 internationalen Einheiten genommen, ja. Und die hatten eine verbesserte Insulinsensitivität. Das heißt, es kann sogar die Insulinsensitivität verbessern, wenn man schon Diabetes hat. Dadurch ging jetzt die Diabetes oder die Prädiabetes nicht ganz weg, ja. Aber in Kombination zum Beispiel mit Ernährung, Bewegung und Sport und so weiter und so fort, kann es halt ein Faktor sein bei der Prävention oder bei der Behandlung von Diabetes, dass man Vitamin D3 supplementiert. Ja, also auch mega wichtig hier. Ja. Und wir hatten auch noch eine andere kleinere Studie. Ja, da wurden 10 Diabetiker untersucht mit Insulinresistenz. Und nach einem Monat wurde ein Rückgang der Insulinresistenz um 21,4% festgestellt, weil Diabetes, nicht weil Diabetes supplementiert wurde, sondern weil Vitamin D3 supplementiert wurde. Ja. Dann haben wir zum Beispiel auch noch andere Mangelerscheinungen, oder was ein Mangel auch noch führen kann, zum Beispiel auch zu, oder wo es dazu beitragen kann, besser gesagt, bei Multiple Sklerose, ja, bei Depressionen und bei Stimmungsschwankungen oder zum Beispiel auch auf die Sterblichkeit hat das einen Einfluss. Ja, zum Beispiel auch hier wieder eine Beobachtungsstudie. Ja, ist auch keine krasse Meta-Analyse und das heißt noch nicht genau, dass es so ist, aber das wurde eben hier beobachtet, dass Menschen mit einem höheren Vitamin-D-Spiegel auch später sterben. Ja. Die Aussagekraft ist, wie gesagt, nicht extrem hoch, aber es ist trotzdem interessant und kann vielleicht was damit zu tun haben. Ja. Und das wollte ich einfach mal hier so ein bisschen genauer beschreiben, deswegen bin ich da auch ein bisschen genauer drauf eingegangen, damit du mal siehst, okay, was damit wirklich alles zusammenhängen kann und dass es sehr einfach ist, Vitamin D3 zu supplementieren und man dadurch sehr schnell oder halt einfach coole Vorteile hat und da das Risiko für andere Dinge einfach verringern kann. Ja, es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass Vitamin D3 ein Heilmittel ist und kaum nimmt man das und dann ist man gesundheitlich topfit. Ja, so ist es auch nicht. Es ist ein Teil von einem gesunden Lebensstil, aber es ist doch ein Teil, der eben zur Gesundheit gut beitragen kann. Aber wie ist es denn jetzt genau in Deutschland? Ja, wie ist es denn mit den Mangelerscheinungen zum Beispiel? Und zwar ist es bei den meisten Menschen so in Deutschland, dass da kein starker Mangel hervorherrscht, ja, aber 60% der Bundesbürger erreichen eben nicht die wünschenswerte Blutkonzentration, ja, und das heißt, 60% haben jetzt vielleicht keinen starken Mangel, aber sie haben zumindest einen Mangel, ja, und 15% der Erwachsenen haben einen sehr geringen Vitamin-D-Spiegel. Das heißt, 15% ist ja auch schon mal eine große Menge, ja, der Erwachsenen. Und man sieht eben hier, dass wirklich viele Leute Vitamin D3-Mangel oder Vitamin D-Mangel haben. Ja. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was man da so zuführen sollte und was es auch mit diesen internationalen Einheiten auf sich hat. Und zwar gehen wir jetzt erstmal so die offiziellen Empfehlungen durch. Ja. Die DGE empfiehlt zum Beispiel 20 Mikrogramm Vitamin D, ja, zu supplementieren. Ja, das sind 800 internationale Einheiten. Also man nimmt sozusagen immer diese 20 mal 40, ja, dann hat man den 800, also 20 Mikrogramm mal 40 sind es 800 internationale Einheiten und so kannst du es auch immer wieder umrechnen. Ja. Und nach aktueller Studienlage wird aber oft auch mehr empfohlen. Ja, die DGE ist da sehr, sehr vorsichtig und ja, es reicht eigentlich nicht so wirklich aus. Und auch in den Studien, die wir uns vorher angeschaut haben, wurde auch mehr Vitamin D supplementiert, als es die DGE zum Beispiel empfiehlt. Ja, zum Beispiel wird aktuell empfohlen, dass man so zum Beispiel sein Gewicht nehmen sollte und das mal 40 bis 60 multiplizieren sollte. Und dann hat man die Anzahl an internationalen Einheiten, die man supplementieren sollte. Zum Beispiel, ja, wenn es jetzt mal von mir ausgeht, ich würde jetzt mal sagen, dass ich eher ein bisschen schwerer bin. Das heißt, ich orientiere mich eher an den 60, ja, 60 Kilo, an den 60, ja, und nehme dann mein Körpergewicht, dann kommt da irgendwas zwischen 5000 und 6000 internationalen Einheiten raus, weil ich so ungefähr zwischen irgendwas 90 und 100 wiege, ja. So, das heißt, ich habe eben 60 mal zum Beispiel 100 sind ganz einfach 6000, ja. Und dann kann ich eben pro Tag 6000 internationale Einheiten supplementieren, ja. Das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Ja. Kleiner Exkurs vielleicht auch noch ganz hier. Vielleicht denkst du dir auch, okay, muss man da nicht auch aufpassen mit der Ernährung, nicht, dass da eben auch noch Vitamin D drin ist und dann hat man irgendwie zu viel oder sowas. Ja. Hier ist es so, dass eben das überhaupt gar nicht zur Bedarfsdeckung ausreicht. Ja, wir nehmen ungefähr so 2 bis 4 Mikrogramm auf pro Tag und 20 Mikrogramm sind 800 internationale Einheiten. Jetzt kannst du selber ausrechnen, wie wenig internationale Einheiten das sind und wie wenig das dann ausmacht.
Deswegen ist es eben sehr zu vernachlässigen, was da in der Ernährung auf uns zukommt oder was wir dadurch zuführen. Ja. Ist zum Beispiel ein fettigen Fisch dabei, in Leber, Margarine und in Speisepilzen. Aber zum Beispiel, wenn ich keinen Fisch esse und kein Fleisch, ja, dann habe ich da schon so sehr, sehr, sehr wenig. Ja. Also das reicht eben nicht aus. Das erstmal zu dem Thema. Ja. Aber wir haben ja vorhin auch gesagt, okay, wir müssen bei der Supplementierung ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel davon bekommen, weil das ein fettlösliches Vitamin ist und das kann gespeichert werden. Und wenn es zu hoch ist, die Dosierung, dann kann es eben doch giftig wirken. Ja? Und wie sieht es denn da aus mit der Überversorgung? Und zwar wäre das wirklich eigentlich nur bei unsachgemäßer Verwendung eines Vitamin D3-Präparates, wären wir da in der Überversorgung drin. Ja? Und wir haben hier je nach Autor ungefähr eine Zufuhr, oder wird es angegeben, dass es ab 4000 internationalen Einheiten von der Überversorgung zu sprechen ist. Zum Beispiel auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die gibt sicherheitshalber auch ein Maximum von 4000 internationalen Einheiten an. Ja, aber du hast es gerade schon gemerkt, ich habe mir ja vorhin ausgerechnet, ich müsste zum Beispiel 6000 konsumieren. Hat natürlich auch damit zu tun, okay, ich bin halt groß und schwer, ne? Das heißt, ich kann wahrscheinlich ein bisschen mehr vertragen. Und diese Behörde, ist halt auch nochmal ein bisschen vorsichtiger, ja, und geht eher so davon aus, dass es auf jeden Fall sicher ist. Aber die insgesamte Studienlage, wenn man sich die Studien anschaut, da gehen eben viele von 10.000 internationalen Einheiten aus, dass das eben sicher ist. Das heißt, wir können wahrscheinlich auch getrost oder ohne Bedenken mehr als 4.000 internationale Einheiten zu uns führen, und ich mache das auch. Und ich habe auch keine Erscheinungen irgendwie, dass ich irgendwie in der Überversorgung drin bin oder sowas. Ja, also mögliche Folgen können zum Beispiel sein, einfach Durst, Übelkeit, Erbrechen, Abnahme an Knochendichte oder im späteren Stadium noch Nierenstein oder Niereninsuffizienz. Aber ich denke mal, von diesen ganzen Dingen bin ich noch sehr weit entfernt. Und man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass man bis zu 10.000 internationale Einheiten konsumieren kann, aufnehmen kann, ohne große Risiken einzugehen. Ja, also, fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Ja. Wer im Winter auch nicht genug in der Sonne ist, beziehungsweise würde ich persönlich jedem empfehlen, Vitamin D zu supplementieren, weil man hat einfach viele, viele Vorteile und sehr geringe Nachteile, wenn man das Ganze macht. Ja. Und deswegen sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall Vitamin D3 supplementieren. Ja, offiziell kann man sagen, ja, wer sich dicht der Sonne aussetzt, der sollte darüber nachdenken, zu supplementieren. Ja, weil ich will ja keine Gesundheitsempfehlungen hier aussprechen. Ja. Und normalerweise solltest du das Ganze natürlich auch mal bei einem Arzt checken lassen, also deinen Vitamin D3-Spiegel oder Vitamin D-Spiegel checken lassen im Blut, damit du da auf der sicheren Seite bist. Aber meine persönliche Meinung ist wieder, ja, es hat so viele Vorteile, das Ganze zu machen, und sehr wenig Nachteile, deswegen würde ich einfach jedem empfehlen, oder würde ich es immer nehmen. Ja. Und die meisten Vitamin D3-Präparate haben eben auch noch K2 dabei, das würde ich dir auch empfehlen, dass du weil da es eben positive Wechselwirkungen gibt, wurde in Untersuchungen festgestellt, dass du eben ein Präparat nimmst, was D3 und K2 enthält. Außerdem solltest du es einmal in Kombination mit Fett aufnehmen, weil es ein fettlösliches Vitamin ist und es ohne Fett nicht aufgenommen werden kann oder sehr schwer. Und deswegen am besten irgendwie um eine Mahlzeit herum oder eine Handvoll Nüsse oder sowas. Und was du dann da nimmst, ob du jetzt zum Beispiel Kapseln nimmst oder Tabletten oder das über so ein Öl nimmst oder sowas, ja, das wäre dann eigentlich egal. Hauptsache, du nimmst es halt ein bisschen mit Fett zusammen und wie gesagt, dein Gewicht mal 40 bis 60, 40, wenn du eher sehr leicht bist, 60, wenn du eher schwerer bist, ja, dann bist du da wahrscheinlich auf einem guten Weg und kannst von diesen ganzen Vorteilen zum Thema Vitamin D3-Supplementierung profitieren. Kannst davon profitieren einfach, ja. Also, das war's soweit mit allen Infos zum Thema Vitamin D. Die ganzen Studien sind, wie gesagt, verlinkt. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, melde dich gerne. Und wenn du dich mehr für das Thema Ernährung interessierst, dann check doch gerne mal die Ernährungsberater-Lizenz bei der KF Akademie aus. Da haben wir das Thema zum Beispiel auch ausführlich besprochen. Und da sprechen wir natürlich noch ganz viele andere Themen zu dem Thema Ernährung. Und das kannst du dir einfach mal gerne auf unserer Webseite anschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Tim Knalzig und ciao.